Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. In dieser Folge teile ich wieder ein paar Sprachnachrichten mit dir und zwar diesmal speziell über das Thema toxische Beziehungen. Es ist natürlich wieder eine Folge frei vom Herzen gesprochen und all den wundervollen Frauen gewidmet, die ihre Geschichte mit mir geteilt haben. Ich bin tief dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und hoffe, dass dich, wenn du selbst in dieser Situation steckst, diese Folge dabei unterstützt, hier Klarheit und Möglichkeiten für dich zu entdecken. Da ich in den Sprachnachrichten ja immer nicht ganz so tief eintauche wie in den normalen Podcast-Folgen, habe ich diesmal zur Folge wieder einen Artikel geschrieben, in dem ich nochmal ganz tief in dieses Thema eintauche. Also, wenn dich das interessiert, dann findest du den Link dazu in der Textbeschreibung. So, ich würde sagen, los geht's und ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ich habe wieder eine wundervolle Frage bekommen von einer wundervollen und sehr mutigen Frau. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Frage mit der Öffentlichkeit teilen darf, denn ich glaube, dass dieses Thema viele Frauen betrifft. Also es geht praktisch darum, dass eine Frau, die in der Blüte ihres Lebens steht, beruflich sehr erfolgreich ist, aber in der Beziehung immer wieder auf die gleichen Probleme trifft. Und zwar hat diese Frau vor etwa 5 Jahren einen Mann kennengelernt und sich in ihn verliebt. Am Anfang mit uns war es sehr schön und ich war sehr glücklich. Irgendwann habe ich angefangen, misstrauisch zu werden, weil er nicht oft Zeit für mich hatte. Ich habe dann sogar in sein Handy geschaut und da habe ich gesehen, dass er mit vielen anderen Frauen kommuniziert und sich auch mit den anderen Frauen trifft. Ich habe mich nicht getraut, ihm das zu sagen, dass ich die Nachrichten gelesen habe. Aber dann hat mich das ganze Thema sehr eingeholt. Ich habe ihm ständig vorgeworfen, dass ich weiß, dass er sich auch mit anderen Frauen trifft. Ich war sehr traurig, habe viel geweint, konnte nicht schlafen und hatte in meinem Kopf ständig diese Filme. Ich konnte das Ganze nicht mehr ertragen er konnte das Ganze nicht mehr ertragen und hat sich dann tatsächlich nach 3 Jahren von ihr getrennt. Der Kontakt war nie wirklich ganz weg. Wir haben uns immer wieder mal getroffen und jetzt wollten wir einen neuen Versuch starten. Sofort holte mich das Misstrauen und die Eifersucht und die Filme in meinem Kopf wieder ein. Ich habe ihm wieder vorgeworfen, dass er noch mit den anderen Frauen sich trifft, habe wieder geklammert, habe wieder die ganze Zeit kontrolliert, habe auch immer wieder überprüft, wann er online ist im Handy. Und er hat sich aufgrund dessen wieder zurückgezogen. Also, immer eigentlich das gleiche Muster. Ich glaube, das kennen viele Frauen. Wir lernen einen Mann kennen, wir sind verliebt, es ist alles wunderschön, dieser Mann ist uns sehr zugewandt und irgendwann kommt der Punkt, an dem der Mann plötzlich keine Zeit mehr hat. Er zieht sich zurück, er macht so ein bisschen ein Geheimnis aus seinem Leben und wir werden misstrauisch. Wir fühlen uns überhaupt nicht mehr wohl in der Beziehung, wir werden misstrauisch, wir kontrollieren, wir sind mit unseren Gedanken die ganze Zeit bei unserem Partner und haben Angst, ihn zu verlieren. Wir haben Angst, dass er uns anlügt. Wir haben Angst, dass er uns betrügt. Und um jetzt tiefer in dieses Thema einzusteigen, möchte ich gerne 2 Szenarien durchspielen. Und zwar einmal, wie jetzt auch in der Mail. Es war ja tatsächlich so, dass er sich mit anderen Frauen getroffen hat. Er hat mit anderen Frauen geschrieben. Er hat sich mit anderen Frauen getroffen. Und es seiner Partnerin natürlich nicht erzählt. Also Szenarium 1, der Mann ist tatsächlich so. Unser Misstrauen ist sozusagen berechtigt. Wir können sogar noch tiefer gehen in dieses Thema. Wir können sogar noch einen Mann draus machen, der uns zusätzlich noch schlecht behandelt, der uns vielleicht sogar schlägt. Also wir können uns so diese Situation vorstellen. Wir sind mit einem Mann zusammen, der uns belügt, betrügt, missbraucht, misshandelt. Wir bleiben weiterhin mit diesem Mann zusammen
weil wir Angst haben, weil wir irgendwann auch an uns selber zweifeln, an unsere Wahrnehmung zweifeln, weil er uns ja immer wieder einredet, es stimmt überhaupt nicht, was wir da in unserem Kopf zusammenreimen, der hat für alles eine Rechtfertigung. Also wir fühlen uns im Endeffekt sogar noch schuldig für das, was wir da eigentlich erkannt haben. Diese Situation gibt es ja häufig. Diese Situation kommt deshalb zustande, weil wir, wenn wir als kleine Kinder, das habe ich jetzt in der E-Mail gar nicht vorgelesen, in der E-Mail geht es noch weiter, dass diese Frau tatsächlich in einer Familie groß geworden ist, in der eben nicht so viel Liebe da war. Der Vater war sogar Alkoholiker und hat das Kind geschlagen. Und das Kind hat sich sehr zurückgesetzt gefühlt und hat in der Mutter auch keine große Unterstützung gehabt. Die Mutter hat sich halt ihrem Schicksal gefügt, hatte eben diesen alkoholisierten Mann und hat es so hingenommen, wie es ja oft vorkommt. Heutzutage vielleicht nicht mehr, ja. Wobei heutzutage auch noch in der früheren Generation noch häufiger, denn als Frau war man auch natürlich von seinem Mann abhängig. Als Frau war man noch nicht unabhängig, hatte vielleicht noch keinen Job früher. In der jetzigen Mail ist diese Frau sehr unabhängig in ihrem anderen Leben, also in ihrem beruflichen Leben, ist finanziell erfolgreich. Aber diese Unabhängigkeit von den Generationen früher ist auch noch in ihr eingespeichert. Das, was wir sehen, was unsere Eltern uns an Beziehung vorleben, ist unser Bild, das wir erstmal von einer Beziehung haben. Und wir stellen dieses Bild nicht in Frage. Das, was unsere Eltern machen, ist immer richtig. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Wenn unser Vater uns eine Ohrfeige gibt, dann lag das nicht daran, dass der Vater jetzt was falsch gemacht hat, sondern wir haben was falsch gemacht. Wir haben irgendwas gemacht, was nicht richtig war und wir haben diese Ohrfeige verdient. Und dieses Muster zieht sich bis ins hohe Alter, wenn wir nicht anfangen, das in Frage zu stellen. Es ist in Ordnung, dass uns der Mann so behandelt. Wir haben es nicht anders verdient. Wir fühlen uns sogar noch schuldig. Ja, liebe Mariola, ich lese in deiner E-Mail, dass du dich sogar noch schuldig dafür fühlst, dass du das nicht möchtest, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Dass du das nicht möchtest, dass er mit anderen Frauen schreibt, ohne dass du das weißt. Es ist vollkommen in Ordnung, das nicht zu wollen. Es ist vollkommen in Ordnung. Das sind Grenzen, die überschritten werden. Grenzen, die wir innerlich haben, aber nicht gescheit kommunizieren und nach außen hin vertreten können, weil wir Angst haben, unseren Schutz zu verlieren. Der Mann steht ja auch immer für Schutz und Sicherheit, was ja eigentlich von der Evolution auch so vorgegeben war. Der Mann war im Prinzip Schutz und Sicherheit auch für uns in dem Leben. Und wenn wir den Schutz verlieren würden, dann würden wir dem Leben schutzlos ausgeliefert sein. Das ist alles tief in uns verankert, auch wenn es in Wirklichkeit überhaupt nicht mehr so ist. Und dieser innere Kampf, der dann zustande kommt, dieses sich schuldig fühlen auch noch, dieses sich schlecht fühlen, hat eigentlich damit zu tun, dass wir überhaupt nicht zu unseren eigenen Werten richtig stehen. Wir kontrollieren zwar den Partner und werfen ihm dann was vor und überprüfen dann das Handy, aber das ist nicht unser Wert. Unser Wert ist Offenheit und Ehrlichkeit. Wir leben diesen Wert selber überhaupt nicht, weil wir ja auch das dann heimlich machen. Wir checken ja dann heimlich in dem Handy, was mit unserem Wert total im Widerspruch ist. Wir möchten eine ehrliche Beziehung haben, eine offene Beziehung, eine Beziehung voller Liebe, Ehrlichkeit und gewissen Grenzen, die auch einzuhalten sind, wie Treue. Wir möchten liebevoll von unserem Partner behandelt werden. Das sind alles unsere Werte. Und letzten Endes leben wir entgegen unseren Werten, wenn wir unseren Fokus auf den Partner richten und ihn kontrollieren. Wir sollten lernen, zu uns selber zu stehen und nicht unserem Partner die Vorwürfe machen. Der Partner ist, wie er ist. Der steckt auch nur in seiner Haut. Aufgrund vielleicht seiner Erfahrungen in seiner Kindheit verhält er sich, wie er sich verhält. Vielleicht war sein Vater genauso wie er. Söhne sehen ja auch in ihrem Vater immer ein Vorbild. Wie könnte er sich anders verhalten, wenn er das nicht in Frage stellt? Jetzt möchte ich noch mal darauf eingehen, dass dir sozusagen ja auch vorgelebt wurde, dass deine Brüder so ungefähr wie Götter behandelt wurden und du immer nur so mitgelaufen bist.
Also, dass in dir als Kind das Bild entstanden ist, dass die Männer mehr wert sind. Dass so wie die Männer sind, ist es richtig. Das Bild von dem Mann wurde tief in dir verankert als Kind, dass der Mann nichts falsch machen kann. Das heißt, der Mann darf sich besaufen. Der Mann darf im Suff seine Familie schlagen. Der Mann darf seine Frau betrügen. Was auch immer. Dieses Verhalten wird dann nicht in Frage gestellt, denn der Mann ist ja sozusagen hier. Die Frau ist irgendwo hier unten. Was ja in Wahrheit ein absoluter Schwachsinn ist. Denn Mann und Frau sind hier gleichwertig. Es geht jetzt darum, zu uns selber zu stehen. Und zwar nicht mehr, indem wir Vorwürfe machen, sondern indem wir sagen, du, mir ist es aufgefallen, dass du. Es geht ja schon los mit diesem Handy gucken. Wie oft sitzen wir zusammen im Wohnzimmer? Der Mann guckt in seinem Handy. Ich bin belastet von früher. Ich werde da misstrauisch. Ich möchte damit einbezogen werden. Traue mich aber nicht, das zu sagen, weil er sonst wieder denken könnte, ich bin misstrauisch. Aber ich bin ja in dem Moment misstrauisch. Ich bin in dem Moment misstrauisch und das darf ich auch sagen. Ich darf zu meinem Partner sagen, du, ich bin jetzt gerade misstrauisch. Ich fühle mich da nicht so gut. Weil ich einfach auch meine Vorgeschichte habe und weil ich mir schwer tue, Männern zu vertrauen, weil ich es als Kind nicht anders gelernt habe, beziehe mich doch ein bisschen ein in dem, was du da machst in deinem Handy, damit ich Sicherheit gewinnen kann. Wir müssen uns da gegenseitig unterstützen. Wenn der Mann dich wirklich liebt und mit dir zusammen sein möchte, dann unterstützt er dich dabei. Dann zeigt er dir, du schau mal, ich habe in meinem Handy jetzt gerade einfach nur mit meinem Kumpel geschrieben. Alles gut, kein Problem. Natürlich kann der Mann sich da auch geknickt fühlen. Jetzt knurrt mein Hund. Jetzt muss ich mal kurz auf Pause drücken. So, ich habe nämlich hier einen kleinen Wachhund zu Hause und natürlich, wenn da was sich draußen tut, dann bellt ihn natürlich. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir sind ja jetzt gerade in dem Szenario, dass er tatsächlich so ist. Dann kann er dich dafür verfluchen, dann kann er sagen, es geht dich überhaupt nichts an, was ich da mache, das ist mein Privatsbereich. Das kann natürlich auch passieren, wenn er korrekt ist. Also man muss da sehr sensibel vorgehen, denn wenn das Szenario ist, dass der Mann tatsächlich in Ordnung ist, dass er dich nicht betrügt, dass er treu ist, aber du eben dieses Muster in dir hast und trotzdem misstrauisch ist und ihm dann sagst, du, ich bin gerade misstrauisch, ich fühle mich da jetzt nicht so gut, zeig mir doch, was du da in deinem Handy machst, dann kann er sich total angegriffen fühlen. Dann kann der Schuss total nach hinten losgehen. Also man muss da sehr sensibel vorgehen. Und ich glaube, diese Offenheit und Ehrlichkeit, die wir uns ja alle wünschen, die ist hier brutal wichtig. Also ich war ja genauso früher so. Ich war ja genauso. Ich war ja auch misstrauisch und ich habe immer so spekuliert und habe mich aber nicht getraut, was zu sagen. Und das habe ich in meiner jetzigen Beziehung, also ich bin ja jetzt verheiratet mit dem Mann, habe ich das alles von Anfang an anders gemacht. Da ging das auch so los, dass er halt dieses Handygeschreibe, das ist halt in der heutigen Zeit ist es halt einfach so dieses Thema, dieses Handygeschreibe, dieses da weißt du nicht, was los ist. Früher gab es ja die Möglichkeiten überhaupt nicht so. Da gab es ja dieses Handy nicht. Aber heute ist das Handy eben da. Er hat da rumgeschrieben und ich habe intuitiv gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Und er hat mir halt da auch dann was verheimlicht. Er hat mir tatsächlich was verheimlicht. Er hat mit irgendeiner früheren Bekannten geschrieben, um da irgendwas auszumachen, also nicht um mich jetzt zu betrügen, sondern einfach um irgendwelche Sachen vielleicht noch auszutauschen. Der eine hat vielleicht noch, keine Ahnung, Klamotten vom anderen im Schrank hängen und das möchte man sich ja dann auch noch austauschen, wenn man sich irgendwann mal getrennt hat. Ist ja ganz normal, wenn man das Ganze jetzt verheimlicht und der Partner spürt es unterschwellig, dann ist es nicht gut. Es ist wichtig, hier offen zu sein. Du, ich habe da noch eine Ex-Freundin, die hat noch ein Kleid von mir. Ich habe noch ein Kleid von der im Schrank hängen. Ich würde das gern geben. Und dann ist die Sache, wäre die Sache erledigt. Dann wäre Offenheit, Klarheit da. Aber es ist halt nun mal nicht jeder so offen. Und ich habe damals in meiner Beziehung so angefangen. Ich habe das gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe ihn drauf angesprochen, ohne Vorwürfe. Ich habe gesagt, du, ich fühle mich gerade nicht so gut. Irgendwas ist da nicht in Ordnung und ich möchte hier einfach Offenheit und Ehrlichkeit in meiner Beziehung leben. Und
Oft ist es ja dann so, dass tatsächlich dann auch wirklich was passiert, was das Misstrauen noch schürt. Also in dem Fall war es bei mir halt so, dass tatsächlich das Handy am Tisch lag, eine Nachricht ist aufgeploppt und man sieht ja dann so den Anfang von der Nachricht. Und dann habe ich halt gesehen, oh, das kommt von irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und sofort gingen alle Alarmglocken los, weil man ist ja so instabil. Also in der Zeit mag man sich ja selber auch noch nicht vielleicht so besonders, wenn man gerade anfängt, da an sich zu arbeiten. Also man zweifelt ja auch total. Diese ganzen Zweifel, diese Instabilität, das fließt halt alles damit hinein. Und dann habe ich aber gesagt, du, ich habe jetzt gerade durch Zufall gesehen, in deinem Handy ist was aufgeploppt, das mich ein bisschen irritiert hat. Und ich würde da gerne mit dir darüber sprechen, weil mir das einfach wichtig ist. Ich möchte keine Beziehung mehr, in der gelogen wird. Ich möchte keine Beziehung mehr, in der betrogen wird. Ich möchte eine Beziehung, in der ich mit meinem Partner zusammen wachsen kann. Also werde dir klar darüber, was du möchtest. Was möchtest du wirklich in einer Beziehung leben? Werde dir klar darüber, dass das, wie du momentan denkst, ein Muster ist von der Vergangenheit. In unserer Kindheit prägt uns das Bild von einem Mann oder einer Frau, prägt sich ein. Männer sind wie unser Vater. So denken wir, dass Männer sind. Frauen sind so wie unsere Mutter. So denken wir, dass die Frauen sind. Aber das ist nicht so. Es ist nicht so. Es kann anders sein. Wir können in einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft leben. Wir können in einer ehrlichen Partnerschaft leben. Wir können in einer Partnerschaft leben, in der wir gut behandelt werden. Wir verdienen es, gut behandelt zu werden. Guck mal, ob du in dir das Gefühl hast, das zu verdienen. Verdienst du es, von einem Mann gut behandelt zu werden? Dieses Wertigkeitsgefühl, auch diese Würde gegenüber dir selber, die gilt es wieder aufzubauen. Und das kannst du nicht, wenn du deinen Fokus auf deinen Partner richtest. Egal wie der ist, kannst du nicht. Du kannst es nur, wenn du deinen Fokus auf dich richtest und dich um dich kümmerst, dein Selbstwertgefühl aufbaust. Und dann wirst du dir auch immer klarer darüber werden, wie du eigentlich leben möchtest. Wenn wir als Kinder nicht die Liebe bekommen haben, die wir uns wünschen, wenn wir als Kinder vielleicht sogar missbraucht, misshandelt worden sind, dann fehlt das Urvertrauen in uns. Dann fehlt das Urvertrauen in uns und wir haben dieses Misstrauen sowieso schon von Anfang an dann mitgebracht. Das Leben ist für uns Gefahr. Die anderen Menschen sind für uns Gefahr. Wir sind sowieso schon misstrauisch. Und dieses Misstrauen spiegelt sich in der Partnerschaft. Deswegen gilt es, das Urvertrauen in einem selber wieder aufzubauen. Und wenn du in der Beziehung dir alles gefallen lässt, deine Grenzen nicht ziehst, weil in der E-Mail steht ja, dass du dann auch wieder mit diesem Mann zusammengegangen bist und jetzt bist du wieder in derselben Situation. Vielleicht hat er sich geändert, vielleicht auch nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht schreibt er immer noch mit anderen Frauen, trifft sich mit anderen Frauen, ohne dir das zu erzählen. Wenn du das natürlich wieder mitmachst, dann verlierst du immer noch mehr Vertrauen in dir selber. Dann verlierst du dieses Vertrauen, das du dir vielleicht die letzten Jahre jetzt schon ein bisschen aufgebaut hast, wieder. Weil du deinen eigenen Werten nicht treu bist. Letzten Endes belügst du dich dann damit selbst. Wir müssen unsere Ängste überwinden. Und uns von diesen Menschen trennen, die uns schaden, mit denen es nicht so möglich ist zu leben, wie wir uns das wünschen. Diese Grenze ist wichtig. Zweites Szenario kann natürlich sein, er hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, dass er sich mit anderen Frauen trifft oder mit anderen Frauen schreibt. Aber ich denke das immer noch, weil ich diese Ängste in mir habe. Dann ist diese Offenheit wichtig, denn dann kannst du auch offen sein zu diesem Menschen. Denn er will ja dann mit dir wirklich zusammen sein. Er will ja dann auch diese Beziehung haben und dich nicht nur benutzen. Dann kannst du sagen, du, ich fühle mich da jetzt nicht so gut damit. Lass uns doch offen darüber reden, wie erwachsene Menschen. So würde ich vorgehen. Und dann siehst du ja auch immer, ist der andere dabei? Natürlich, man muss behutsam vorgehen, habe ich ja schon gesagt. Der andere kann sich furchtbar auf den Schlips getreten fühlen, wenn man sich schlecht fühlt, aber es ist nichts dahinter. Aber nur durch die Kommunikation, durch die offene Kommunikation, durch die Offenheit und Ehrlichkeit, die wir uns ja eigentlich wünschen,
funktioniert das Ganze. Anders funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Und ganz wichtig ist, an deinem eigenen Selbstwert zu arbeiten. Du hast wahnsinnig viel erreicht in deinem Leben. Warum funktioniert denn dein anderer Lebensbereich? Warum bist du zum Beispiel beruflich erfolgreich? Warum funktionieren deine Freundschaften? Deine Freundschaften mit deinen Freundinnen? Guck dir mal die anderen Lebensbereiche an. Warum funktioniert das? Weil du da zu dir stehst, weil du da nicht an dir zweifelst, weil du da authentisch bist und auch deine Grenzen einhalten kannst. In manchen Dingen gibt es keine Kompromisse. In manchen Dingen muss man auch keine Kompromisse schließen. Dir klar darüber zu sein, was du in der Beziehung möchtest und was nicht, und dann auch klar zu dir zu stehen und den Mut zu haben, auch etwas mal wirklich zu beenden. Und wenn du an deiner Selbstliebe und deinem Selbstwert arbeitest, dann wird auch ein Mensch in deinem Leben kommen, der dir das spiegelt, der wirklich mit dir zusammen sein möchte, der wirklich mit dir zusammen leben möchte. Ja, ich hoffe, ich habe dir mit dieser Antwort gedient und ich freue mich sehr über deinen Kommentar, dein Feedback, deine Rückmeldung. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, schreib mir. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Liebe. Glaub an dich, du bist ein wundervoller Mensch. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Vielleicht bis bald. Alles Liebe für dich. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Geschichte und für dein Vertrauen auf jeden Fall. Ich versuche jetzt einfach mal so geordnet wie nur möglich darauf einzugehen, denn ich kann mich gut in deine Situation einfühlen und ich versuche jetzt in dieser Sprachnachricht dir halt so viel wie möglich mitzugeben, wie du das Thema angehen könntest. Also erstes Bild, was da in mir entstanden ist, als ich deinen Text mir angehört habe, war diese Sehnsucht von dir, dass, falls er wieder zurückkommen würde, dass es halt doch dann noch alles gut sein könnte. Da habe ich halt tatsächlich noch das kleine Kind gesehen, das in dieser Kindergruppe oder wo auch immer deine Mutter dich dahin gebracht hat, sitzt und darauf wartet, dass die Mutter kommt, dass wieder alles gut wird. Also meiner Meinung nach bist du immer noch das kleine Kind, das darauf wartet, dass irgendjemand kommt oder nicht irgendjemand, sondern der es halt gut macht, dass es dir wieder gut geht. Also du leidest eigentlich die ganze Zeit, wenn das fehlt. Also wenn der Erlöser sozusagen nicht da ist. Als du ein kleines Kind warst, war deine Mutter die Erlöserin, die dich dann erlöst hat von dieser Gruppe und dich dann wieder abgeholt hat. Und heute projizierst du ja sozusagen das, was dich hält, in diesen Mann hinein. Denn warum möchtest du denn mit ihm zusammen wieder sein? Was ist denn alles gut? Was ist es denn, wenn alles gut ist? Dieses Toxische und dieses On-Off und dieses ganze Verhalten von diesem Mann kann es ja nicht sein. Was ist denn für dich, wenn alles gut ist? Also ich schätze einfach mal die Erlösung von diesem Leid, von dieser Situation, wenn eben nicht alles gut ist. Und für dich ist momentan nicht alles gut, wenn du halt alleine bist. Wenn du halt so schutzlos dem Leben ausgeliefert bist, wenn dann nicht der Halt da ist. Und wenn der halt ein Mensch ist, der dich wirklich schlecht behandelt. Also du hast einfach in deinem System ein Bild von einer Beziehung eingespeichert, die so ist, wie du sie halt erlebt hast. Und genau deshalb konntest du dich auch auf die Beziehung, die dann ganz anders war, überhaupt nicht einlassen. Denn das wäre ja was Neues, Unbekanntes gewesen und somit auch etwas Unsicheres, etwas, was Angst macht, auch wenn es jetzt schöner gewesen wäre vielleicht. Das, was dir Halt gibt, ist halt momentan die Variante, die eigentlich nicht so schön zum Leben ist. Aber das ist das, was dir Halt gibt, weil du es nicht anders gewohnt bist. Und das Gewohnte ist immer das, was wir bevorzugen als Menschen. Egal, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Und deine eigene Messlatte gegenüber dir selbst, was an Wert irgendwie da ist,
die ist also irgendwie fast überhaupt nicht vorhanden, weil, also du bist ja jetzt sogar schon wieder am Überlegen, ob das nicht doch gut wäre, mit ihm zusammenzukommen, auch wenn er dann Frau und Kind verlassen würde. Also da ist zum Beispiel meine persönliche Grenze, war da erreicht. Ich kenne die Geschichte, die du mir erzählt hast, auch aus meinem Leben. Ich hatte auch so einen Mann in meinem Leben, aber als er dann tatsächlich verheiratet war und ein Kind hatte, war meine persönliche Grenze erreicht und für mich war ab da Ende. Und deine Grenze ist da sehr offen, weil du halt wahrscheinlich dir in deinem Leben noch überhaupt nicht erlaubt hast, da irgendetwas für dich zu wollen, was gut ist. Also so kommt mir das vor. Ich will dich nicht verletzen mit dem, was ich sage. Ich spreche hier in dieser Nachricht wirklich immer nur in deinem Besten. Also es kann auch sein, dass dich etwas triggert, was ich hier spreche. Ich versuche, das, was ich hier spreche, wirklich immer nur in deinem Besten, ja, von mir zu geben. Dann hast du mir ja auch erzählt, dass du schon so viel gemacht hast. Da hast du dann erwähnt, dass du bei einem Schamanen warst, dass du schon bei Indianern warst, dass du noch bei einer anderen Behandlung warst und dich auch auf YouTube ganz viel schon mit Narzissmus beschäftigt hast. Das kann man alles machen. Also, das ist aber immer noch so die Rolle, du gehst irgendwo hin und lässt es mit dir machen. Du beschäftigst dich im Außen mit Dingen. Was hast du denn wirklich für dich in deinem Inneren getan? Wo ist dein Fokus? Ist dein Fokus bei den Dingen, die dir wahrhaft gut tun würden? Zum Beispiel, dass du anfängst zu meditieren, anfängst Yoga zu machen, anfängst deine Gedanken bewusst zu steuern. Das sind Übungen, die dir helfen würden. Dir hilft es nicht, wenn du irgendwo hingehst und dir denkst, der andere wird es schon für dich richten. Das ist auch diese Rolle, dass du immer noch so, ja, dieses kleine Kind bist und so auf Erlösung wartest. Dieses Bild kommt mir immer wieder in den Sinn. Also, was du mir jetzt da so erzählt hast, bist du meiner Meinung nach weit weg von der Selbstverantwortung. Einfach, weil du es halt bisher nicht anders gelernt hast, schätze ich mal. Um dieses Thema zu lösen, musst du dich nicht mehr damit beschäftigen. Da musst du nicht mehr irgendwelche YouTube-Videos anhören oder Podcast-Folgen anhören. Da musst du anfangen, dich wirklich um dich zu kümmern, indem du jeden Tag übst, mit deinen Gedanken bei dir zu bleiben, indem du mit Atemtechniken übst, deine Aufmerksamkeit immer wieder auf dich zu lenken, weg vom anderen, weg von diesem Problem, weg davon, dass du dich von dieser Beziehung lösen möchtest. Diesen Gedanken brauchst du gar nicht mehr denken, denn dann wirst du immer auf diesem Stand bleiben, dass du von dieser Beziehung wegkommen möchtest. Du wirst aber nie von dieser Beziehung wegkommen. Du wirst dann von dieser Beziehung wegkommen, wenn du anfängst, dich wirklich mit dir selbst zu verbinden. Ich weiß, das ist wahnsinnig anstrengend, sich auf sich zu konzentrieren, aber das ist tägliches Training. Dass du dir so die Schuld auch gibst und dir so die Frage stellst, ja, er ist doch die Seele, die irgendwie was für mich tun soll, damit ich irgendwas lernen soll. Also das ist aber auch nur, weil du eben, wie du es schon formuliert hast, möchtest, dass alles gut wird. Und zwar alles gut, indem du deinen Halt wieder zurückbekommst. Aber er ist nicht dein Halt. Dein Halt ist in dir und den gilt es in dir zu entwickeln. Dann wird alles gut. Meiner Meinung nach ist er eher da, damit du lernst, deine Grenzen zu ziehen. Damit du lernst, für dich selber einzustehen. Damit du auch lernst, dass du selbst der wichtigste Mensch in deinem Leben wirst. Wir bleiben auch oft in toxischen Beziehungen hängen, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Also das ist ja so eine leidende Rolle eigentlich, weil das tut uns ja nicht gut, weil wir
eben in dieser Strafe, also das ist ja wie so eine Strafe, irgendwann eben um Erlösung hoffen. Also auch das ist wieder dieses Bild, dass du als kleines Kind da eben weg warst von deiner Mutter und da schon gelitten hast und sie hat dich ja dann erlöst. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb wir im Erwachsenenleben das Leid bevorzugen, weil nur wenn wir leiden, können wir erlöst werden. Also meiner Meinung nach kommst du aus diesem Geflecht einfach nicht raus, wenn du nicht anfängst, dich um dich selber zu kümmern. Und zwar nicht, indem du im Außen nach irgendwas recherchierst, sondern indem du bei dir anfängst, indem du mit ganz kleinen Schritten anfängst, dich zu beobachten und dir bewusst über deine Gedanken zu werden, dir bewusst darüber zu werden, wo du deinen Fokus hinrichtest. Denn der Fokus ist das Entscheidende. Wenn dein Fokus darauf ausgerichtet ist, dass du Schuldgefühle hast, ja, dass du da immer noch so nachgrübelst, dass du dir denkst, oh, vielleicht wird ja doch noch alles gut. In ihm ist ja doch auch ein guter Mensch. Natürlich ist in ihm auch irgendwo ein guter Mensch. Und das ist ja auch genau das, was, ja, was es dann immer so schwer macht, die ganze Sache wirklich zu beenden. Aber damit wird für dich nicht alles gut. Alles gut wird für dich, meiner Meinung nach, wenn du die Sache konsequent beendest und deinen Fokus wirklich auf dich richtest. Das klingt jetzt vielleicht hart, das ist auch vielleicht nicht jedermanns Sache oder nicht jedermanns Empfehlung, aber ich persönlich würde dir sogar empfehlen, wirklich den Kontakt total abzubrechen, also alles zu löschen, dass du auch nicht in Versuchung kommst, mit dem Kontakt aufzunehmen, dass du dich wirklich von ihm lösen kannst, weil du bist so in dieser Abhängigkeit drinnen, anders funktioniert das wahrscheinlich nicht. Da braucht es einen richtigen Schnitt. Also so auch, dass du nicht, ja, in so Momenten, man hat ja dann diese Momente, wo man dann wieder optimistisch ist, wo man sich denkt, ach, es wird schon doch alles gut. Und dann schreibt man halt doch mal eine Nachricht oder dann ruft man halt doch mal an. Ich glaube, das macht es schlimmer. Also ich glaube, in der Lage, in der du steckst, sollte da wirklich gar kein Kontakt da sein. Und dann hilft dir auch die Zeit, dich wirklich davon zu lösen. Und wenn es nochmal ein, 2 Jahre dauert. Vielleicht dauert es auch länger. Aber dann hast du wenigstens die Chance, dich aus diesem Muster zu befreien oder dich aus dieser Situation zu befreien und einfach auch mal frei zu werden für wen anderes. Und was die Werte betrifft, zeigt dir ja dein Gefühl die ganze Zeit. Also du fühlst dich ja in dieser Bindung nicht gut, weil du eben entgegen deinen Werten lebst. Und du bist ja auch nur deshalb so unsicher und hast wahrscheinlich auch kein Vertrauen mehr in dir selbst, weil du eben nicht das lebst, was du eigentlich in dir leben möchtest. Du bist nicht unsicher, weil der andere irgendwie dich hintergehen könnte oder weil der andere was heimlich macht, sondern das Gefühl der Unsicherheit kommt in dir hoch, wenn du nicht zu dir selber stehst. Das Gefühl des Misstrauens kommt in dir hoch, wenn du dir selber nicht mehr traust, weil du eben nicht so lebst, wie du es tief in dir eigentlich möchtest. Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Misstrauen gemacht. Die ist vielleicht auch ganz interessant für dich. Also ich versuche jetzt noch ein paar Sachen zusammenzustellen, die ich dir auch mitschicke in der WhatsApp-Nachricht. Das kannst du dir auch nach und nach ja anschauen oder anhören. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Antwort ein bisschen gedient habe. Wenn noch Fragen sind, stell sie mir sehr gerne. Vielleicht kann ich dann noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Liebe und dass du das Thema auch für dich löst und bleib bei dir und konzentriere dich mal nur auf dich. Das ist nichts Schlechtes. Das ist was Gutes. Das erstmal zu lernen, sich auf sich zu konzentrieren, ohne dass man dann irgendwie denkt, man ist egoistisch. Das ist was Gutes, wenn du dich auf dich konzentrierst und lernst den Halt, den du im Außen suchst, bei dir zu suchen. Dann wird alles gut in deinem Leben. Also, alles Liebe für dich. Ciao. Ja, zum einen, ich sehe dich überhaupt nicht als Opfer. Also, ich sehe in dir eine unglaublich starke Frau,
mit auch unglaublich starken Energien. Meiner Meinung nach liegt das Grundthema eigentlich tatsächlich daran, dass du in der Beziehung zu sehr versuchst, den Partner zu beeinflussen. Das triggert dich jetzt wahrscheinlich und du siehst es vielleicht ganz anders, aber meiner Meinung nach bist du in der Beziehung mit deiner Energie nicht bei dir, sondern beim Partner. Du bist mit deinen Gedanken wahrscheinlich beim Partner. Du bist mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Partner, egal ob der bei dir ist oder nicht. Du kannst in der Beziehung wahrscheinlich nicht bei dir bleiben. Also so ist mein Eindruck. Du machst zwar Yoga, Meditation und so weiter, aber ich glaube, im Beziehungsalltag, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, also mit ihm jetzt vor allem, weil da ist ja diese starke Anziehung da, da kannst du nicht bei dir bleiben. Und das ist, glaube ich, auch das ganze Problem. Es ist deine Entscheidung, ob du wieder mit ihm zusammenkommen möchtest oder nicht. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Die kannst nur du für dich treffen. Aber wenn du dich für ihn entscheidest, dann musst du ihn auch so nehmen, wie er ist. Mit allem, wie er ist. Und nicht versuchen, ihn so zu verändern, dass er so ist, dass es dir passt. Dann musst du ihn nehmen mit all seinen Geheimnissen, mit all seinen Launen, mit all seiner Manipulation, so wie er halt ist. Und deinen Fokus auf dich richten. Und in der Beziehung an dir arbeiten. Und zwar, indem du, wenn er dann mal wieder so ist, wie du das nicht möchtest, ihn trotzdem so lässt, wie er ist. Und dann bei dir das Problem versuchst aufzulösen. Denn er zeigt dir ja mit seinem Verhalten die ganze Zeit, was in dir noch zu heilen ist. Aber du hast es in dir nicht geheilt, denn sonst wärst du nicht mehr das kleine Kind, das immer noch darauf wartet, den Halt vom anderen zu bekommen. Du interessierst dich zwar für innere Kindgeschichten, so habe ich den Eindruck, aber du gehst dann nicht in die Tiefe und heilst es nicht in dir. Denn sonst wärst du ja gar nicht mehr in der Situation. Da ist noch so viel alter Schmerz in dir, da ist noch so viel Angst in dir auch, aber du kriegst die Angst nicht weg, indem du versuchst, den anderen zu verändern. Wenn du damit leben kannst, dass er ist, wie er ist und ihn auch so annehmen kannst, wie er ist, dann würde ich sagen, lass dich nochmal drauf ein. Aber es ist natürlich deine Entscheidung. Und hör auf zu kämpfen gegen das, wie das ist. Nimm das an, wie das ist, mit allen Licht- und Schattenanteilen. Und genau das Gleiche gilt auch für dich selbst. Nimm das an, dass dich der Mensch anzieht, wie er ist. Denn du bist ja auch kein Engel. Du hast ja genauso diese Schatten in dir. Und meiner Meinung nach kommt immer genau der Partner zu dem Zeitpunkt in unser Leben, in dem es halt einfach für uns am besten passt. Meiner Meinung nach ist das ganz wichtig, in deinem Leben für diesen Ausgleich zu sorgen. Weder das eine abzulehnen, noch das andere. Beides sein lassen zu dürfen und auch beides anzunehmen und für dich die Verantwortung zu übernehmen, in diesen Momenten, in denen dein Partner irgendwas macht, was dir nicht passt, dich da gut um dich zu kümmern und weg von dem Fokus von ihm zu gehen. Also angenommen, er ist jetzt irgendwo auf Geschäftsreise, dass du dann eben nicht die ganze Zeit drüber nachgrübelst, was er jetzt macht oder an ihn denkst, sondern dass du dann deine Aufmerksamkeit auf dich richtest und dich gut um dich kümmerst. Denn mit deinen Gedanken an ihn kannst du überhaupt gar nichts verändern. Ganz im Gegenteil, das macht die Sache noch viel schlimmer. Bei dir gilt es meiner Meinung nach ganz klar im Loslassen und Annehmen auch der Schatten. Also das sehe ich jetzt in dir. Denn da ist wahnsinnig viel Schatten und du versuchst irgendwie so, das nicht zuzulassen, so habe ich das Gefühl. Und genau deswegen kommt es in geballter Kraft in dein Leben, also in Form von diesem Partner, der ja unberechenbar zu sein scheint und der auch keine Grenzen akzeptiert. Der kommt ja nur in dein Leben, weil du da in dir selber so viel kämpfst. Und gerade weil das nichts offensichtlich, also es bringt natürlich was, wenn du Yoga machst und meditierst, aber wichtig ist halt auch diese Beziehungsarbeit. Also
Du bist ja mit deinem Kopf immer noch in der Frage, soll ich jetzt wieder mit ihm zusammenkommen oder nicht? Und die Frage kannst du nur dir selber beantworten. Möchtest du das Gesamtpaket? Das ist hier die Frage. Kannst du den Menschen annehmen, wie er ist? Und versuchst ihn nicht mehr zu verändern, sondern nimmst du ihn wirklich, wie er ist und kannst es auch zulassen. Und dann ist die Beziehung nämlich Gold wert, weil dann kannst du genau in den Situationen, die dir halt wehtun, an dir arbeiten und nicht mehr versuchen, ihn zu verändern. Dann kannst du dich zurückziehen in so einem Moment. Dann kannst du eine Meditation machen in so einem Moment. Dann kannst du in den Wald gehen. Dann kannst du die Dinge machen, die dir halt gut tun und die dich in Verbindung mit deinen eigenen Schmerz bringen. Denn da liegt der Ursprung. Und solange das nicht geheilt ist, wirst du dich immer so fühlen, wie du dich fühlst. Also meiner Meinung nach hast du unglaublich viel Kraft, aber du kannst die Kraft nicht so für dich einsetzen. Bei dir braucht es Erdung, glaube ich. Also ich glaube, bei dir braucht es Erdung. Immer dieses Fokus auf dich, Fokus auf dich. Weg vom anderen, egal in welchen Situationen. Und dann kannst du dies nämlich auch steuern. Aber ist halt immer noch die Frage, ob du das willst. Was willst du wirklich? Dazu möchte ich jetzt noch sagen, dass Gold wert ist die Beziehung natürlich nur, wenn ihr miteinander wächst. Also wenn ihr miteinander heilt und wenn beide das in diesem Sinn für sich nutzen. Manchmal ist es aber auch so, dass einer sozusagen vorangeht und der andere dann folgt in der Heilung. Aber wenn einem die Beziehung so kaputt macht, wenn einen der Partner so, ja, so Schmerz gibt und da auch keine Grenze hat, da ist es wichtig, sich von der Beziehung zu lösen. Und da kann die Beziehung dir auch nichts mehr geben. Also, es ist sinnvoll, an diesen Themen zu arbeiten, aber es ist auch immer sinnvoll, die Grenze zu ziehen. Was zu viel ist, ist zu viel und das muss man sich auch nicht antun. Das ist ja auch das, was du lernen darfst. Du darfst ja auch lernen, die Grenze zu ziehen und auch mal was zu beenden. Also du hast irgendwie so im Kopf, dass du jetzt denkst, glaube ich, dass du durch ihn auch Heilung verlierst, aber das ist nicht der Fall, meiner Meinung nach. Denn der Nächste wird kommen, mit dem du genauso heilen kannst und nicht mehr so, dass die Grenzen überschritten werden. Da bist du ja schon einen riesen Schritt weitergekommen, denn du hast dich ja getrennt räumlich jetzt und bist jetzt dabei, dich auch von diesem Mann einfach zu lösen. Und das ist genau der richtige Weg. Denn in den nächsten Beziehungen werden auch wieder die Themen aufkommen. Du wirst wahrscheinlich wieder mit Themen konfrontiert werden, die deine inneren Kinder ansprechen. Aber da kannst du ja dann ganz anders vorgehen. Da kannst du ja dann lernen, deinen Fokus auf dich zu richten, das in dir zu heilen und dann gucken, was passiert. Was macht der Partner mit der ganzen Geschichte? Und dann kannst du immer wieder schauen, was ist dir zu viel? Wo muss ich meine Grenze setzen? Also, siehst so, du verlierst mit ihm jetzt nicht eine Chance auf Heilung. Nee. Du hast jetzt schon das mitgenommen, was für dich mitzunehmen gilt, nämlich dass du zu dir stehst und dass du dir nicht alles gefallen lässt und dass du ganz klar hier deine Grenze setzt und die Grenze ist zu setzen, meiner Meinung nach. Was der getan hat, das Limit ist einfach erreicht. Das Beenden von dieser Verbindung, damit hat die Verbindung meiner Meinung nach ihren Zweck erfüllt. Aber es ist deine Entscheidung, ob du wieder mit ihm zusammenkommen möchtest oder nicht. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Die kannst nur du für dich treffen. Genau, das wollte ich dir jetzt noch mitgeben und mach dir keinen Kopf, dass da irgendwie was zu viel ist. Es werden immer wieder Fragen und Themen auftauchen, ist ja ganz normal. Jetzt arbeite mal mit den Dingen. Ich weiß nicht, ob du die Podcast-Folge über die Trigger schon angehört hast von mir. Kannst du dir auch noch anhören, da sind auch noch ganz wertvolle Informationen drin. Also setz dich da auch nicht zeitlich unter Druck. Das braucht einfach seine Zeit. Das ist das ganze Leben. Also dieser Heilungsweg ist das ganze Leben und es wird leichter werden. Je mehr du da selber bei dir ankommst, je mehr du da gut für dich sorgst, je mehr du dich mit dir selber verbindest, desto leichter wird das Ganze werden. Desto weniger wird auch dieses Schwarz-Weiß, diese Höhen und Tiefen. Das
mildert sich alles. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da kannst du dich mehr auf die Ängste einlassen. Das dauert alles, das ist ein Weg. Ja, also von Herzen alles Liebe für dich und ich freue mich, irgendwann von dir zu hören. Mach's gut, bis bald. Alles Liebe für dich. Ciao. Ja, wie immer hoffe ich natürlich sehr, dass du aus dieser Folge viel für dich mitnehmen konntest und dass du, gerade wenn du in so einer Situation steckst, hier ein bisschen Klarheit gewinnen konntest und vor allem auch Mut und Kraft, zu dir zu stehen. Denn du musst nicht gezwungenermaßen in einer Situation bleiben, in der du schlecht behandelt wirst. Du hast es verdient, dich aus dieser Situation zu befreien. Und ich weiß, wie schwer das ist, vor allem wenn man auch in einer finanziellen Abhängigkeit zu diesen Menschen steht. Aber ich würde mal sagen, gerade hier in Deutschland gibt es Wege und Möglichkeiten, sich trotz alledem aus dieser Lage zu befreien. Vielen, vielen Dank, dass du mir zuhörst. Und wenn dir gefällt, was ich tue, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du meine Arbeit weiterempfiehlst. Und wenn du mir ein positives Kommentar auf iTunes oder auf meinem YouTube-Kanal schenkst. Ich schicke dir jetzt noch eine riesengroße Umarmung und wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg. Vielleicht bis bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea.